Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und im heutigen Video werden wir uns mit der Ausbildung in der Verwaltung beschäftigen. Und wir werden einmal die Ausbildungen zum Verwaltungswirt, zur Verwaltungsfachangestellten und das duale Studium zum Diplom-Verwaltungswirt etwas genauer beleuchten. Ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, immer wieder kommen Leute auf uns zu und fragen uns, wie man denn am besten in der öffentlichen Verwaltung einsteigen kann. Und das sind in aller Regel Schülerinnen und Schüler, die gerade in der 9. Klasse, 10. Klasse Realschule sind zum Beispiel und jetzt eben eine Ausbildung anstreben möchten in einer Behörde. Und was es da überhaupt so gibt, das möchten wir euch im heutigen Video etwas genauer vorstellen. Zunächst gibt es da die Ausbildung zum Verwaltungswirt bzw. die Ausbildung zur Verwaltungswirtin. Und das ist eine Beamtenausbildung. Das heißt, während der Ausbildung seid ihr in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf und nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung werdet ihr in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Nach Abschluss dieser Ausbildung zum Verwaltungswirt habt ihr in der Regel eine 2 Jahre lange Probezeit. Und dann, nach diesen 2 Jahren, könnt ihr auf Lebenszeit verbeamtet werden. Das ist also ein sehr wichtiges Ziel, das viele junge Menschen haben, die sich für eine Ausbildung zum Verwaltungswirt interessieren. Sie möchten auf Lebenszeit verbeamtet werden. Der Unterschied zum Verwaltungsfachangestellten liegt genau in diesem Punkt. Denn Verwaltungsfachangestellte sind keine Beamte, sondern Angestellte im öffentlichen Dienst. Gleichwohl habt ihr in dieser Ausbildung sehr häufig dieselben Zugangsvoraussetzungen wie in der Ausbildung zum Verwaltungswirt. Gefordert wird mindestens ein qualifizierter Mittelschulabschluss sowie die deutsche Staatsangehörigkeit und einige weitere besondere Voraussetzungen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Der Punkt ist jedoch, dass beim Verwaltungswirt ein strengerer Maßstab gesetzt wird. Ganz einfach deswegen, weil man ja hier in das Beamtenrecht fällt. Und dann gibt es eben sehr konkrete Voraussetzungen, die Bewerber erfüllen müssen. Wer Verwaltungswirt werden möchte, der muss auch an einem besonderen Auswahlverfahren teilnehmen. Und bei den Verwaltungsfachangestellten, da führt meistens die jeweilige Behörde das Auswahlverfahren in ihrem Haus selbst durch. Wie schon gesagt, seid ihr als Verwaltungsfachangestellte keine Beamtin oder kein Beamter, sondern Angestellte. Dennoch bietet euch die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten auch gute Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel mit dem Angestelltenlehrgang 2, mit dem ihr auch nach dieser Ausbildung noch eine Weiterbildung machen könnt. Denn auch für Angestellte gibt es in der öffentlichen Verwaltung interessante Positionen. Und wer eine gute Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten abschließt und dann auch Berufserfahrung sammeln kann und dann auch den Angestelltenlehrgang zum Beispiel macht, der kann sich weiterbilden und kann dann auch andere Positionen in einer Behörde besetzen. Das sind also einmal die beiden Ausbildungsberufe, die es in der Verwaltung gibt. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, findet ihr auch einen Link in der Videobeschreibung. Dort bereiten wir euch auf den Einstellungstest für den Verwaltungswirt sowie den Einstellungstest für die Verwaltungsfachangestellte vor. Seht euch diese Online-Kurse gerne an. Ich habe sie euch in der Videobeschreibung verlinkt. Neben diesen Ausbildungen gibt es auch das duale Studium zum Diplom-Verwaltungswirt. In einigen Bundesländern gibt es diese Bezeichnung nicht mehr. Dort gibt es nur noch den Bachelor of Public Administration, wozu auch ein Video auf diesem Kanal in naher Zukunft erscheinen wird. Der Diplom-Verwaltungswirt ist ein dualer Studiengang in der Verwaltung. Wie schon bei der Beamtenausbildung zum Verwaltungswirt habt ihr beim Diplom-Verwaltungswirt strenge Zugangsvoraussetzungen. Gefordert wird mindestens das Fachabitur, die deutsche Staatsangehörigkeit und einige weitere besondere Voraussetzungen des Beamtenrechts. Das ist also ein großer Unterschied. Wir haben hier 2 Berufsausbildungen, die von den Voraussetzungen her die Realschule bzw. den qualifizierten Mittelschulabschluss fordern und im Gegensatz dazu hier die Einstiegsmöglichkeit
in der dritten Qualifikationsebene beziehungsweise im gehobenen Dienst, wie es früher hieß, eben mit dem dualen Studiengang. Diese Berufsausbildungen sowie dieses duale Studium findet man bei unterschiedlichsten Behörden. Viele von euch interessieren sich wahrscheinlich für eine kommunale Verwaltung, also eine Stadtverwaltung zum Beispiel, denn dort werden auch diese Ausbildungen in aller Regel angeboten. Daneben gibt es jedoch auch noch die Staatsverwaltung, also das staatliche Landratsamt oder eine Regierung, bei der ihr eine solche Ausbildung absolvieren könnt. Informiert euch bei verschiedenen Behörden in eurer Umgebung und macht auch bei Bedarf gerne ein Praktikum bei einer Behörde, die euch interessiert. Auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de findet ihr viele weitere Infos rund um diese Ausbildungen und auch das duale Studium zum Diplom-Verwaltungswirt, das auch ich gemacht habe. Das sind also einmal die wichtigsten Unterschiede bei diesen drei Berufsbezeichnungen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Videos hier auf diesem Kanal. Für weitere Videos könnt ihr diesen Kanal sehr gerne abonnieren. Wenn ihr weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen für neue Videos habt, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen und dieses Video liken. Wir sehen uns in den nächsten Videos und noch viel Erfolg bei eurer Einstellung im öffentlichen Dienst. Bis dahin!